Hallo zusammen und willkommen zu diesem neuen Video. Heute dreht sich endlich wieder alles um die Wachsmacherei. Dani hat für uns einen Herbst-Winter-Restock vorbereitet und ich darf wieder die ganzen Düfte vorstellen. Es sind ganze 27 Stück an der Zahl. Und ja, wichtig ist natürlich das Datum. Lässt sich, denke ich, leicht merken. Freitag, der 13. Oktober. Und 17 Uhr geht's los. Am besten ihr nehmt euch Zettel und Stift zur Hand, weil, ja, wie gesagt, man kann leicht den Überblick verlieren bei diesen vielen Düften. Und es ist für jeden wie immer was dabei. Wir haben florale Düfte, wir haben herbstliche Düfte, Kuscheldüfte sind dabei, Foodie-Liebhaber kommen auf ihre Kosten, fruchtige Düfte. Also, wie gesagt, die ganze Bandbreite ist abgedeckt und ich würde sagen, wir starten als erstes mit einem Duft, der den Sommer verabschiedet und super in den, ja, frühen Herbst bzw. Spätsommer reinpasst. Draußen ist es jetzt auch langsam so ein bisschen herbstlich, deswegen solltet ihr Sunflower Kaschmir nicht verpassen. Die Beschreibung: Die letzten wilden Sonnenblumen wunderschön kombiniert mit Rosenholz, Bernstein und Kaschmir. Jasmin und Moschus sowie Zedernholz komplementieren den Duft. So. Und da bekommt ihr so einen wunderschönen Sonnenblumentaler. Der ist in so einem Cremeton gegossen. Hier sieht es jetzt so ein bisschen eher weiß aus, aber der hat, wie gesagt, so einen Cremeeinschlag und ja, ist auch eine ordentliche Größe. Und zum Duft. Ja, es ist ein sehr angenehmer, femininer Duft. Floral natürlich. Ich finde, er ist sehr frisch, sehr hell. Der hat was ganz Klares. Durch den Jasmin hat er, wie gesagt, so einen femininen, erwachsenen Einschlag. Und auch das Rosenholz und das Zedernholz, was mit drin ist, finde ich, verleihen den ganz nochmal so ein bisschen Tiefe. Aber insgesamt ist es ein frischer, heller, floraler Duft. Ja, hat so einen ganz leichten, kuscheligen, vanilligen Touch. Könnte auch durch den Bernstein kommen. Und ja, lädt auf jeden Fall ein, den Sommer quasi zu beenden, abzuschließen und dann in den Herbst zu starten. Sunflower Kaschmir, ein sehr schöner, angenehmer, femininer, floraler, ja, leicht parfümiger Duft, würde ich sagen. So, den packen wir wieder ein. Sunflower Kaschmir. Als nächstes habe ich einen wunderschönen Duft, den ich so auch noch nicht gerochen habe in der Kombination. Und ich würde sagen, damit lässt sich auf jeden Fall super in den Herbst starten, nämlich Rhubarb Chai Tea. Da bekommt ihr so einen schönen Riegel und die Beschreibung: knackiger Rhabarber, samtige Pflaume mit Vanillearomen und Chai-Gewürzen sowie gezuckerten Tee. Und ich mag die letzte Zeit Rhabarberdüfte unheimlich gern, deswegen war ich auf den jetzt hier gespannt, als ich den dann ja das erste Mal in Händen hielt. Ich hatte gehofft, dass die Chai-Note nicht zu extrem ist, dass er nicht zu würzig ist. Und der ist einfach nur himmlisch. Also, da habt ihr auch so ein paar Blüten noch mit drauf. Wie gesagt, ein schöner Riegel. Ja, ihr riecht auf jeden Fall als Hauptkomponente wirklich diesen schönen, kräftigen Rhabarber. Und im Hintergrund kommen dann diese Chai-Gewürze. Und die sind aber wirklich richtig schön fein abgestimmt. Also, es ist nicht überladen. Und das Ganze hat so einen leicht vanilligen Touch, was das Ganze abrundet. Ein wirklich sehr, sehr schöner, außergewöhnlicher Duft. Hatte ich so noch nicht unter der Nase. Wer sonst mal kennt, natürlich die klassischen Pumpkin-Chai-Düfte oder Apple und was weiß ich, ne? Aber mit Rhabarber, das finde ich, ist mal wirklich eine tolle ja, Kombination. Gefällt mir richtig gut. Also, wer auf Rhabarber und so eine leichte, ja, herbstliche Chai-Würznote steht, der sollte den hier unbedingt probieren. Ich finde ihn super angenehm, fruchtig. Da hat sich dann mal ja, eine schöne herbstliche Kombination ausgedacht. Rhubarb Chai Tea. So, dann geht es weiter, ja, mit einem Duft für alle Lavendel- und Foodie-Liebhaber, nämlich Lavender Custard. Da sehen wir schon so einen Pudding auf dem Label. Und die Beschreibung: cremiger Vanillepudding, Milchcreme und Vanillezucker, getoppt mit einer Portion Schlagsahne und zarten Lavendelknospen. Und da bekommt ihr zwei solcher kleinen, ja, wie nennt man es denn? Ja, ihr seht ja die Form, ne? In so einem Vanillecremeton gegossen, da sind auch wieder Lavendelblüten drin. Ja, und der Duft. Also, er ist wirklich sehr cremig, vanillig,
sahnig. Und dann riecht man aber auch diese Lavendelnote. Die ist, finde ich, ja, eher im Hintergrund. Also ist jetzt nicht zu dolle. Wer Angst hat vor Lavendel, braucht das hier nicht haben. Ich finde, diese Cremigkeit steht eher im Vordergrund. Man hat zwar diesen leichten Lavendel-Touch dabei, aber wie gesagt, diese Vanille-Sahne-Geschichte hier, die ist da wirklich im Vordergrund. Das ist eine schöne Portionsgröße. Davon sind, wie gesagt, zwei Stück im Tütchen enthalten. Da ist das zweite noch drin. Ja, also für alle, die es vanillig, cremig mögen und dazu eine leichte Lavendelnote, sollten hier auf jeden Fall dabei sein. Lavender Custard. Als nächstes habe ich ein kleines Clamshell für euch. Und zwar ist es Luna. Luna bedeutet ja übersetzt Mond. Und die Beschreibung: Luna, die Königin der Nacht. Kuscheliger, floraler Duft von Iris und Veilchen in Kombination mit Vanille, Zitrusaromen, Patchouli, Kaschmirmoschus sowie Pudernuancen geben den Duft Tiefe. So, das Ganze ist, ja, so, ich sag mal, nicht, naja, was heißt zweifarbig oder zweilagig, aber ihr habt obendrauf so einen schönen Marmoreffekt und Glitzer in Grau und Weiß, so schwarz ist mit bei. Und wie gesagt, da habt ihr so ein Clamshell mit vier Ecken. Ja, und das ist ein super schöner, auch wieder parfümiger Duft. Der geht für mich auch so ein bisschen in diese Richtung wie La Vie est Belle, dieses Parfum. Also wer sowas mag, der sollte den hier auf jeden Fall probieren. Ich rieche auf jeden Fall diese Zitrusaromen raus. Die geben dem Ganzen so eine ganz leichte, spritzige Note. Das Patchouli, ich mag ja sonst nicht so Patchouli-Düfte, die so erdig sind, aber das ist hier natürlich nicht der Fall. Der macht das Ganze, wie gesagt, so ein bisschen parfümig. Die Vanille rieche ich auch raus. Der hat eine schöne Cremigkeit. Ja, und wie gesagt, geht auf jeden Fall in so eine feminine, parfümige Richtung. Veilchen sind eher dezent. Aber man riecht auf jeden Fall diese Kaschmirnote. Das ist ein wirklich schöner, kuscheliger, parfümiger Duft. Ja, optimal für den Herbst und die kalte Jahreszeit, um es sich da auf dem Sofa gemütlich zu machen mit Luna. So, weiter geht's mit einem absoluten Favoriten von mir, das kann ich euch sagen. Und zwar ist es Cider and Blankets. Ja, also Cider and Blankets Düfte gibt es ja von verschiedenen Firmen, aber ich sage euch, das ist der beste. Ich hatte jetzt erst kürzlich von Goose Creek, da gab es den Cider in Sweaters. Da war ich sehr enttäuscht von, weil da nichts von Kuschel oder irgendwas dabei war, sondern einfach nur Würze ohne Ende. Und das ist hier nicht der Fall. Cider and Blankets. Ein etwas anderer Cider-Duft. Karamellisierte Äpfel, Zitrusfrüchte sowie Glühweingewürz mit kuscheliger weicher Wolle und hölzernen Noten von Mahagoni und Vanillemoschus. Da sind allerhand Brittles drin. Ich hole das ein bisschen raus. Auch wieder mehrfarbig gegossen. Hier haben wir so ein bisschen was Rötliches. Auf der Rückseite ist er dann eher so ein bisschen bräunlich. Glitzer ist mit dabei. Ne? Also ist aber noch mehr im Paket drin. Ne? So, zum Duft. Ich liebe den. Das ist ein süßer Apfel. Also man riecht wirklich dieses Karamellige, aber überhaupt nicht Maggi, also keine Angst. Ein super süßlicher Duft. Man riecht dieses Frische trotzdem vom Apfel, als ob der gerade geerntet wurde und in einer Holzkiste liegt. Da hat man auch diesen ganz leichten Holzmoment, aber auch nicht zu dolle. Und der hat so eine richtig schöne, cremige und kuschelige Note. Also das ist ein Wahnsinnsduft, der gefällt mir so gut. Das ist wirklich Herbst pur. Also den kann ich euch nur ans Herz legen. Wer Apfel mag, wer Kuscheldüfte mag, der ist hier wirklich bestens bedient, ein wahnsinnig schöner Duft, Cider and Blankets. Also, wie gesagt, einer meiner Favoriten vom ganzen Restock, das kann ich schon mal sagen. Dann geht es weiter mit Golden Sparkle. Da bekommt ihr zwei kleine Förmchen und die Beschreibung. Lasst euch verzaubern von Sandelholz, warmen Moschus und weichen Kaschmir. Hinzu kommen Jasmin, Vanille und Basmati-Reis sowie das Aroma des legendären Nag Champa. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. So, da bekommt ihr, wie gesagt, zwei dieser schönen
Juwelen, sage ich mal. Glitzert auch wieder schön, ist auch wieder zweifarbig gegossen. In so ein Gelb-Gold obendrauf und unten ist er weiß. Ja, das ist ein sehr floraler Duft, der für mich auch wieder durch diesen Jasmin was Erwachsenes hat. Der hat so Tendenzen, falls einer von euch das kennt, White Flower Blooms von Yankee Candle. Also wer den mag, der sollte hier auf jeden Fall zugreifen. Ein sehr cremiger, weicher floraler Duft, der wie gesagt durch diesen Jasmin so ein bisschen erwachsener wirkt. Ich finde, der hat so, also weckt immer so Erinnerungen an meine Oma, aber jetzt natürlich nicht im negativen Sinne, sondern wirklich so, ja, Kindheitserinnerungen. So, wenn man bei der Oma reingekommen ist irgendwie und damals hatte sie immer so eine schöne große flauschige Bettdecke und wenn ich mich da reingekuschelt habe, das hat mich irgendwie jetzt so daran erinnert. Also ein sehr gemütlicher, cremiger, floraler Duft. Golden Sparkle. Dann geht es weiter. Ja, mit einem Duft für alle Foodie-Liebhaber, der, denke ich, ja, um die Herbst-Winterzeit nicht fehlen darf. Almond Marzipan Cookies. Ein Muss für alle Marzipan-Liebhaber. Blanchierte Mandeln mit süßem Keksteig, Marzipan und Vanillezucker. Also ich bin ein Marzipan-Liebhaber, Mandel-Liebhaber. Ich liebe so eine Sachen und hier bekommt ihr wirklich Mandeln. Also sieht ja wirklich aus wie auf dem Weihnachtsmarkt diese Mandeln von der Form her. Ja, und ihr habt hier wirklich ein sehr vanilliges, cremiges Aroma und dazu kommt diese Mandel-Marzipan-Note. Man hat einen leichten Keksmoment, aber die Mandel- und Marzipan-Note steht natürlich damit im Vordergrund. Ja, also ich liebe es. Man riecht auch so eine gewisse Süße noch dazu. Da sollte auf jeden Fall jeder, der Marzipan und Mandel mag, dabei sein. Finde ich, gehört einfach so in die kalte Jahreszeit. Super lecker. Wie gesagt, vanillig, cremig, mandelig, marzipanig. Almond Marzipan Cookies. Dann geht es weiter mit einem Duft. Da war ich am Anfang, als ich ihn noch nicht gerochen habe, zwiegespalten. Und zwar Lavender Apples and Oak. Ein schöner Riegel und die Beschreibung: Eichenholz, Lavendel und Moschus mit roten Äpfeln und ein Hauch Zitronenabrieb. Ich war so ein bisschen skeptisch wegen dem Oak. Vielleicht kennt der ein oder andere so Oak-Düfte. Da gab es mal von Yankee Candle den Lavender and Dried Oak. Fand ich nicht so angenehm. Aber als ich den hier gerochen habe, war ich sehr begeistert. Auch wieder süß, diese kleine Tafel mit den Knospen. Ja, es ist wirklich eine sehr, sehr angenehme Mischung. Ihr habt den krautigen Lavendel, ihr habt diese frischen Äpfel dazu und im Hintergrund was Holziges. Aber das Holz ist wirklich sehr angenehm. Ich bin ja sonst nicht so für Holzdüfte, aber der ist wirklich authentisch, kann man sagen. Also der hat wirklich einen schönen natürlichen Touch. Das riecht auch wirklich einfach nur nach Herbst, als ob man einen schönen Spaziergang machen würde. Man schlendert irgendwo ja im Park lang. Man hat so ein bisschen, wie gesagt, das Holzige, die frischen Äpfel und dazu krautiger Lavendel. Also sehr, sehr angenehm, hätte ich nicht gedacht. Ja, das ist also auch ein wirklich sehr schöner Duft für den Herbst. Kann ich auch nur jedem ans Herz legen, der Lavendel und Äpfel mag, sollte diese Kombination auf jeden Fall mal ausprobieren. Sehr gelungen. Lavender Apples and Oak. Dann geht es weiter mit einem Duft, den ich beim Auspacken als erstes unter der Nase hatte und ich war hin und weg. Und zwar ist es Rose Petal Sugar. Ach, das Label allein auch schon wunderschön. Rosenblüten in Kombination mit dunkler Pflaume, pinken Jasmin und Mandarine. Ergänzt durch rosa Zucker, Geranie und Vanille. Und da bekommt ihr so eine wunderschöne Blüte in einem, ja, ich würde sagen, so ein samtigen Violettton. Hier sieht es jetzt vielleicht eher gräulich aus, aber das ist wirklich ein schöner Violettton und das Ganze oben noch mit weißen Spitzen getoppt. Ach, und den liebe ich. Also das ist ein süßer, parfümiger Duft auf jeden Fall.
Floral, der hat aber, ich weiß gar nicht, waren jetzt Pflaume war drin, was dem Ganzen so, wie gesagt, so ein bisschen was Samtiges gibt. Man hat so eine ganz leichte Spritzigkeit durch diese Mandarine. Aber ansonsten hat er wirklich einen ganz schönen süßlichen Touch, wie so Zuckerwatte. Als ob da auch so ein Hauch Himbeeren mit drinne wären. Also ich finde ihn mega. Die Rosenblüten rieche ich jetzt nicht extrem, muss ich sagen. Also da braucht man keine Angst haben. Wer jetzt vor Rose Angst hätte. Ich finde den wunderschön. Ist auch so ein gemütlicher Duft, so ein bisschen kuschelig. Parfümig, so einmummeln, schön in eine Decke. Und dann so ein Duft an, ist wirklich sehr, sehr angenehm. Also gefällt mir sehr, sehr gut, der Rose Petal Sugar. So, mal wieder ab in die Tüte. Und auch eine große Portion, muss man sagen. Also da kann man, ich denke mal, wenn man sich so ordentlich aufteilt, bestimmt fünfmal von düfteln. Rose Petal Sugar. So. Dann geht es weiter mit einem XXL Clamshell. Und zwar ist es Autumn Vibes mit vier Düften. Wie gesagt, riesengroß. Und da haben wir drinne Vermont Honey Apple, I Smell Fall, Indian Summer und Crisp Anjoupir. Ist im Prinzip eine Früchte-Duftgeschichte hier. Und ihr habt im Prinzip, ich mach's mal auf. Ich hoffe, mir fällt jetzt hier nichts raus. So sieht das Ganze aus und ihr habt quasi die Düfte immer in einer Reihe. Ne? Da habt ihr als erstes oben, wie gesagt, den Vermont Honey Apple. Ja, also die Beschreibung, die kann ich euch natürlich auch noch dazu vorlesen. Also Vermont Honey Apple, süßer Apfel, reife Nektarine sowie knackige Birnen mit Honig, Vanillezucker und einen Hauch Moschus. Ja, das Ganze sind weiße Herzen, also alles einfarbig in rein weiß. Und das ist ein sehr, sehr angenehmer Fruchtduft. Der hat eine schöne süßliche Note. Man riecht, ja, so diese Kombination aus diesem Ganzen. Mit der Nektarine wird es noch so ein Ticken, ich will jetzt nicht sagen exotisch, aber ist halt mal was anderes. Also ich finde ihn sehr, sehr angenehm. Ja, der Apfel ist da, aber auch sehr süßlich. Gefällt mir richtig gut. Das ist, wie gesagt, die obere Reihe Vermont Honey Apple. In der zweiten Reihe haben wir I Smell Fall. Die Beschreibung dazu: Orangenschale, spritziger Apfel mit herbstlichen Gewürzen wie Zimt, Muskatnuss und Gewürznelke abgerundet und Vanillearoma. Ja, und das finde ich ist so ein klassischer Apfelherbstduft. Ne? Man riecht auf jeden Fall die Verbindung der Gewürze, aber auch nicht zu überladen. Gewürznelke, Zimt und die Vanille, die das so ein bisschen abrundet und weich macht. Und dazu so ein schöner Apfel, also ganz klassisch und lecker. Gefällt mir gut. Als dritten Duft in der Box haben wir Indian Summer. So, da sind enthalten süße Erdbeeren, grüne Äpfel und Birnen mit floralen und grünen holzigen Noten von Geranie, Gräsern und Eiche. Aber, also diese Gräser oder Eiche rieche ich in dem Sinne nicht raus. Die Gräser machen es vielleicht so einen Hauch frisch, aber ansonsten auch hier wieder ein eher süßlicher, fruchtiger Duft. Man riecht so diese Weichheit durch. Also das hat so eine ganz weiche Note, würde ich sagen. Könnte, ich will jetzt nicht sagen, in eine Kaubonbon-Richtung gehen, aber so diese Gesamtmischung macht es sehr fruchtig süß. Ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und zu guter Letzt ein Birnenduft, Crisp Anjoupir. Birnen und Herbst gehören doch einfach zusammen. Grüne, knackige Birnen und ein Hauch Zucker. Was will man mehr? Ja, und der hat mich direkt an diese Katjes Gams, Joghurt Gams erinnert, wo es auch eine Birne gibt. Also da, so riecht das für mich. Richtig lecker, fruchtig, süß. Ja, man riecht auf jeden Fall diese Birne, aber es ist jetzt natürlich, wie gesagt, ich will es nicht sagen künstlich, aber ja, eine Birne. Na doch, es kommt schon hin. Also, ich finde es lecker. Ist einfach nur lecker, wie gesagt. Hat auch, wie gesagt, eine süße Note für mich. Also, die Autumn Vibes Packung, beziehungsweise das XXL Clamshell, wie gesagt, da sind wirklich von jedem viermal die Herzen drin. Eine schöne Geschichte. So, dann geht es weiter mit einem Duft. Da freue ich mich, dass Dani den gebracht hat. Denn der ist auf meinem Mist gewachsen, kann man so sagen.
Eine Custom-Order von mir, die dann quasi ja, umgesetzt hat oder sich davon hat inspirieren lassen. White Vanilla Petals. Ja, inspiriert von einer Custom-Order vom lieben Hannes. Weiße Pfingstrosen, Vanilleblume und Reisblüte sowie Sandelholz und Shea-Butter gemixt mit Birne und Cassis. Da bekommt ihr zwei dieser schönen Blüten. Oben wieder mit Glitzer und in Weiß. Und hinten ist es so ein ja, beige-Ockerton. Ja, und wie gesagt, ist ja meine Mischung. Ich mag den super gerne. Hab den schon ja, mehrmals da gehabt. Beziehungsweise gerade diese Kombination mit diesem Pfingstrosenöl liebe ich. Also ich habe gehofft, dass Dani irgendwann mal dieses Öl verwendet, um es ja im Restock zu zeigen, weil ich den Duft super gern mag. Es ist ein kräftiger floraler Duft, aber der wird sehr, sehr schön abgemildert durch diese Shea-Butter, durch diese Vanille, was hier drin ist. Also ich mag den, wie gesagt, super gerne. Ist auch sehr, sehr intensiv. Ja, also wer einen schönen, kräftigen Pfingstrosenduft mag, der aber, wie gesagt, so ein bisschen ja, weicher oder vanilliger daherkommt, der sollte hier auf jeden Fall mal zuschlagen. White Vanilla Petals. Ein schöner floraler Duft. Dann geht's weiter mit Autumn Bakery. Sieht schon wieder traumhaft lecker aus, dieses Label. Willkommen in der Herbstbäckerei. Aromatische Pekannüsse, Pumpkin Spice und fluffiger Rührkuchen. Obendrauf noch ein Klecks frisch geschlagene Sahne und karamellisierte Pfirsiche. Klingt sehr, sehr verlockend, muss man sagen. Da bekommt ihr so einen Mini-Loaf, kann man sagen, in zwei Farben. Obendrauf so ein ja, paar Sprinkel. Sieht aus eigentlich wie so ein kleiner Rührkuchen. Ja, und das ist auf jeden Fall ein schöner herbstlicher Foodie-Duft. Ich rieche diesen Rührkuchenteig, Vanille. Dazu kommt für mich eine Frische durch diesen Pfirsich. Der gibt irgendwie dem Ganzen so eine fruchtige, helle Note. Dazu kommt diese Cremigkeit von der Schlagsahne. Und ich weiß gar nicht, ob jetzt hier doch Pekannüsse, genau, Nüsse dabei sind. Das riecht man auf jeden Fall, dass da so eine Nuss mit dabei ist, die das Ganze noch so einen Ticken herber macht im Hintergrund. Ja. Also für alle Foodie-Liebhaber, die ja einen schönen Rührkuchenduft haben möchten, mit wie gesagt mal was Außergewöhnlichem, weil wie gesagt, dieser Pfirsich, das hat man ja selten in Herbstdüften, in dieser Foodie-Variante. Deswegen, ich finde ihn lecker. Der hat auch so diesen Touch, als ob er noch warm aus dem Ofen kommt. Ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. So, wieder rein. So, Autumn Bakery. Ja, das Pumpkin Spice, also ist, will ich noch dazu sagen, ist vorhanden natürlich, man riecht die Gewürze, aber es ist nicht zu überladen. Also da braucht man auch keine Angst haben. Dann geht es weiter mit Oxygen. Mit einem interessanten Label. Die Beschreibung: frische Ozonluft, Eukalyptus und Zitrone in Kombination mit Apfel und Schnittgrün. Da bekommt ihr so einen Riegel. Der ist in so einem, ja, das ist schon so ein Mintgrün. Man sieht es jetzt hier auch nicht so ganz leider, wie gesagt, im Licht, aber Mintgrün mit so ein bisschen Glitzer. Ja, ein sehr, sehr frischer, belebender Duft. Ich finde fast, dass diese Zitrone in eine Zitronengrasrichtung geht. Also der ist wirklich sehr, sehr spritzig. Man riecht das Schnittgrün, dieses, ja, als ob so wie Tau auch dabei ist. Sehr hell, sehr frisch, auch so ein, ja, man riecht auch so eine Ozonluft, wenn man spazieren geht. Ja, sehr belebend auf jeden Fall, so ein, ich würde fast schon sagen, so revitalisierender Duft. Für alle, die es mal spritzig, zitrisch, vielleicht auch leicht holzig mögen, durch diesen Eukalyptus im Hintergrund. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde ihn sehr erfrischend, sehr belebend. Da bekommt ihr ein Riegel in Oxygen. Dann geht es weiter mit einem Duft, den Dani tatsächlich schon mal vor Jahren zu, ich glaube, ihrer Shop-Eröffnung gebracht hat. Und seitdem gab es den leider nicht mehr, aber jetzt hat sie ihn wieder, nämlich Cashmere Wood and Tonka Bean. Das schreit ja schon nach Einmummeln auf dem Sofa.
Die Beschreibung: helle Kaschmirhölzer, rauchiges Adlerholz in Kombination mit Tonkabohne, Vanilleblume und Heliotrop. Sandelholz und Bernstein geben den Duft Wärme und den Kuschelmoment. Da bekommt ihr so einen Sandshot-Becher. Der ist auch wieder in so einem Gelbgold gegossen mit Glitzer oben drauf. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein super schöner, parfümiger Duft. Hat für mich auch wieder so eine Jasminnote, aber diesmal eher in eine süßliche Richtung. Das Holzige gibt dem Ganzen auch so eine gewisse Tiefe. Und ich würde sagen, das ist auch wieder so ein bisschen was für Duftliebhaber, zum Beispiel von A Calm and Quiet Place, wer den kennt und mag, der wird hier auch nichts verkehrt machen. Ja, ein sehr, sehr gemütlicher, wohliger Duft. Also wer es parfümig, feminin mag, der sollte hier auch wieder zugreifen. Cashmere Wood und Tonka Bean, ein super schöner, gemütlicher, kuscheliger Duft für die kalten Herbsttage. Dann geht es weiter mit einem fruchtigen Duft, und zwar Sugar Plum Blossom. Pflaumenblüte, dunkle Winterbeere und schwarze Johannisbeere mit Apfel, samtiger Rose und ein Hauch Sandelholz. So, da bekommt ihr so einen ganz kleinen niedlichen Riegel. Ja, und das ist auf jeden Fall ein schöner, heller, fruchtiger Duft. Man riecht auf jeden Fall, also für mich hat das so eine Frische, als ob da auch ein Apfel, doch er ist auch mit dabei, siehst du, mit bei wäre. Der bringt so dieses helle Frische da mit rein. Die Pflaume, die es wie gesagt so ein bisschen samtiger macht. Und die Rose riecht man auch. Also es hat im Hintergrund so eine leicht florale, edle Note auch wieder. Ja, auch ein sehr, sehr schöner Duft. Ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also wer Fruchtdüfte mag in Kombination mit einer leicht floralen Kombination, gefällt mir sehr, sehr gut. Also Sugar Plum Blossom. Fruchtduft gepaart mit einem Hauch Rose. So, dann geht es weiter. Ja, mit einem Duft, da kann ich euch sagen, das ist dann ihr Favorit tatsächlich. Und zwar Japanese Milk Bread. Da war ich auch mega gespannt. Ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich kein Fan von solchen, ja, Brotdüften, weil die oftmals sowas, so eine Hefenote haben, die so gegärt riecht, ne? Als ob das so am Gären ist. Erstmal die Beschreibung dazu. Einfach nur lecker. Gezuckerte Vanillemilchcreme, fluffiger Hefeteig und Kondensmilch werden mit einem Klecks Süßrahmbutter zum Gaumenschmaus. Und das ist auch ein ordentlicher Klopper. So sieht das Ganze aus. Sieht so ein bisschen aus auch wie so Zupfbrot oder sowas, ne? Ja, und bei dem Duft war ich skeptisch, aber alle Zweifel sind verflogen. Ein wirklich süßer, fluffiger Brioche-Duft, würde ich sagen. Beziehungsweise, ja, Milk Bread, ne? Das ist wirklich, wenn man so ein Milchbrötchen aufmacht, frisch beim Bäcker, vielleicht ist es noch warm. Also Wahnsinn. Vanillig, cremig, sahnig. Ich bin, wie gesagt, sonst nicht so der Fan davon, aber der hier ist wirklich gut. Also da glaube ich, werden einige Foodie-Liebhaber auf ihre Kosten kommen. Wirklich sehr, sehr angenehm. Man riecht auch so ein bisschen diese gezuckerte Kondensmilch noch dazu. Also lecker, hätte ich nicht erwartet. Ich könnte mir auch vorstellen, den vielleicht mal später mit was zu kombinieren, weil es ist ja, wie gesagt, eine große Portion. Wenn man sich da mal so ein Stückchen hier abmacht und mit einem Fruchtduft vielleicht noch mixt, wenn man das will. Aber solo ist der auch schon wunderbar. Ja, Japanese Milk Bread. Wirklich eine gelungene Mischung, muss man sagen. Hätte ich so nicht erwartet. So. Als nächstes wird es mal Zeit für einen frischen Wäscheduft, würde ich sagen. Nämlich Pink and Fluffy Hoodie. Da haben wir so einen Clamshell. Dein frisch gewaschener Lieblingshoodie und eine Tüte Süßigkeiten. Waschmittel, Weichspüler und Vanillemoschus gepaart mit rosa Zuckerfäden, klebrigen Marshmallows und zarten Blütenakkorden. So, und da haben wir, wie gesagt, so einen schönen Riegel. Der ist auch wieder mit bisschen Glitzer. Und auf der Rückseite haben wir auch so ein paar Förmchen.
Ja, ein super schöner Wäscheduft, ohne zu stechen oder irgendwas. Ich finde, er geht in eine ganz weiche, zarte Clean-Cotton-Richtung, aber wirklich ohne zu stechen oder irgendwas. Und dazu kommen wirklich diese zarten rosa Zuckerfäden. Also wirklich traumhaft. Das ist wirklich, also mal, als ob man den frisch gewaschenen Pullover von der Leine nimmt und dazu was Süßliches. Gefällt mir richtig gut. Also ich bin ja sonst nicht so der Fan von Clean Cotton Düften, weil die wie gesagt sowas Stechendes haben, aber das ist hier definitiv nicht der Fall. Wirklich ein sehr, sehr angenehmer, heller, frischer Wäscheduft mit einer schön süßlichen Note. Gefällt mir richtig gut. Also Pink in Fluffy Hoodie. Wer frische Wäsche mag mit schönen Süßigkeiten, ist hier auf jeden Fall richtig. Dann geht es weiter mit einem Duft. Also ich finde das Label traumhaft und auch wie er gegossen ist. Kandierte Veilchen. Klingt schon mal sehr, sehr verlockend. Gezuckerte Veilchenblüten, Rosenknospen und Heliotrop gepaart mit roten Früchten, Vanillemoschus und zarten Pudernuancen. Und das Ganze ist in so einem wunderschönen Blumenkranz gegossen. Und da sind auch wieder so ein paar Blüten mit drin. Ja, das ist auf jeden Fall ein floraler Duft, der einen Hauch, also nicht abschrecken lassen, aber einen Hauch was Seifiges hat, also in so eine Rosenseifenrichtung geht. Es hat aber was Edles und eher, ja, wie gesagt, so dieser Rosenknospen-Moment, ne? Und Rosenwasser könnte auch mit bei sein. Ja, dann auf jeden Fall was Süßliches im Hintergrund, was Vanilliges, Pudriges. Also das Veilchen ist ja an sich schon immer sehr pudrig. Das gibt so einen, ja, ganz gefälligen Touch. Also finde ich wunderschön. Ein sehr angenehmer, pudriger, floraler Duft. Die roten Früchte, die geben vielleicht im Hintergrund nur so eine ganz kleine Spritzigkeit, aber ansonsten riecht hier in erster Linie wirklich diese Veilchen, diese Rosenknospe und Vanille. Also wirklich ein ganz toller Duft. Hat auch so ein, ja, Spa-Moment, würde ich sagen. Also ich finde, der hat so, ja, was zum Runterkommen. Finde ich sehr, sehr angenehm. Kandierte Veilchen, also ein sehr, sehr schöner Duft. Und wie gesagt, das Label ist auch schon wirklich wieder ein Träumchen. Sowas mag ich ja. Dann geht es weiter mit Gorgeous. Und da ist die Beschreibung: Kamille und Lavendel gepaart mit Zuckerwatte, Erdbeerstückchen, Tonkabohne sowie Vanilleglasur und Zuckeraroma. Da bekommt ihr so ein schönes Herz. Das ist in so einem ganz zarten Lavendel-Fliederton gegossen. Ja, und man riecht auf jeden Fall diese Kombination aus Lavendel und Kamille und diese Erdbeerstückchen, die da so eine fruchtige Süße reingeben. Hat auf jeden Fall auch wieder so einen leichten Kuschelmoment. Sehr wohlig. Die Tonkabohne macht es nochmal so ein bisschen weicher wieder im Hintergrund, vanilliger. Ja, und zuckrig süß. Also finde ich auch eine schöne Kombination. Kann man sich bestimmt auch 4 Portionen locker draus machen, wenn man es halbiert und das dann nochmal teilt. Ja, also ein schöner Lavendel-Kamille-Duft gepaart mit ja, was schön zuckrigem. Gorgeous. So, dann geht es weiter mit Tarte Tatin. Und da bekommt ihr einen Sendshot, sieht auch schon wieder total lecker aus. Eine Apfeltarte aus knackigen Äpfeln, aromatischen Gewürzen und zarten Mürbeteig, getoppt mit Zuckerkristallen und Vanille. So. Auch wieder ganz hübsch in Orange und Glitzer. Ja, also hier muss ich sagen, wer jetzt zum Beispiel denkt, es könnte in die Richtung von Yankee Candle diesen Tarte Tatin gehen, da muss ich gleich sagen, nee, das wird es nicht. Ich finde, das hier ist ein frischerer Apfelduft. Das vielleicht ist auch wieder nur die Farbe, die einen da so ein bisschen verleiten lässt, aber ich finde, der hat so eine Spritzigkeit, so eine Säure noch mit dabei. Und ja, also ist für mich so ein, das könnte so ein wirklich gelber Apfel sein. Sehr frisch, spritzig. Die Gewürze riecht man jetzt hier im kalten Zustand gar nicht so extrem raus.
Man hat noch so einen Vanille-Moment auf jeden Fall dabei, der das Ganze cremig macht. Und ansonsten für mich eher so ein ja, fruchtiger Duft, der auf jeden Fall gut in den Herbst reinpasst und ist auch nicht zu überladen an Gewürzen. Wie gesagt, mal gucken, wie es dann im Warmzustand ist. Aber wer, ich würde mal sagen, wie gesagt, eher spritzigen Apfelduft mag, der sollte den hier auf jeden Fall mal probieren. Tarte Tatin. Und weiter geht's mit Raspberry Delight. Eine Köstlichkeit aus saftigen Himbeeren und Erdbeeren, Karamell, Vanille und Puderzucker. Und da bekommt ihr so einen, ja, man könnte fast schon sagen, süßen Kranz aus Himbeeren. Ach, die sehen immer aus, also wie diese Himbeeren aus dieser Süßigkeitenpackung. Ja, ein schöner, süßer, fruchtiger Duft. Ich hätte jetzt fast noch gesagt, als ob ich auch einen Hauch Pflaume rieche, was aber nicht dabei ist. Aber ansonsten sehr fruchtig, süß, zuckrig. Ich würde eher sagen, dass man die Himbeeren als die Erdbeeren rausriecht, aber das muss man dann auch sehen, wie sich das warm entwickelt. Der hat sogar so einen ganz leicht säuerlichen Touch, als ob die Himbeeren, manche sind ja süßer, manche wieder ein bisschen säuerlicher. Und diese Kombination hat man hier auch dabei, finde ich. Ja, also eine schöne, fruchtige Mischung auf jeden Fall wieder. Raspberry Delight. Dann geht es weiter mit Mojave Desert. Ein Wüstenduft. Romantisch und majestätisch zugleich. Warme Wüstenluft von Malvenblüten, Magnolie und Iriswurzel im Zusammenspiel mit Zedernholz, putrigem Moschus und warmem Sandelholz. Und da bekommt ihr einen Melt. Das sieht ja wirklich aus wie so von der Wüste verwehter Sand. Und da sind noch die schönen Glitzerpartikel drauf. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr vielschichtiger Duft. Der hat diese floralen Komponenten auf jeden Fall. Dann rieche ich was Frisches, was dem Ganzen so eine Helligkeit gibt, sage ich jetzt mal. Und auf jeden Fall diese Hölzer, die riecht man auf jeden Fall auch raus. Und das Ganze hat so einen, durch diesen Moschus so einen parfümigen Einschlag. Also es ist eine sehr vielschichtige Geschichte auf jeden Fall. Wie gesagt, diese floralen Noten, die machen das Ganze so ein bisschen verspielt, romantisch. Und dazu kommen dann diese Hölzer, die es wiederum so ein bisschen die Tiefe geben. Ja, ein sehr außergewöhnlicher Duft habe ich so jetzt noch nicht gerochen, muss ich sagen. Und dann trotzdem diese Frische dabei. Ja, also Mojave Desert. Und dann kommen wir leider schon zum vorletzten Duft. Da kommen nochmal die Lavendel-Fans auf ihre Kosten. Lavender Sugar Cream Cone. Da gibt es eine leckere Portion Eis. Ich habe die Tage sogar Lavendel-Eis gegessen. Lavendel-Eis mit Sahnejoghurt, Vanillezucker und Milchcreme, gesüßt mit klebriger Zuckerwatte und roten Früchten. Und das sieht einfach nur wieder Wahnsinn aus. Also man will es eigentlich nur essen. Guckt euch das mal an. Also richtig wie so ein selbstgemachtes Eis aus Lavendel und Sahne und Milch. Also lecker. Ja, man riecht auf jeden Fall diese Mischung vom Lavendel mit diesem Joghurt und dazu auch diese roten Früchte. Die roten Früchte, die geben nochmal so eine Spritzigkeit dazu. Dann habt ihr auf jeden Fall so eine Vanille-Sahne-Joghurt-Creme-Note und diese Lavendelnote, die das wieder so ein bisschen, dieses Krautige, aber wird wie gesagt schön abgemildert. Also auch eine ordentliche Portion und das sieht einfach nur mega lecker aus. Also ja, wieder was für die Lavendel- und Foodie-Liebhaber. Mit Lavender Sugar Cream Cone. Und der leider letzte Duft für diesen Restock ist Powder Room. Da bekommt ihr wieder ein Clamshell. Die Beschreibung: geschäumte Vanille, pinker Jasmin und Pfingstrose mit Ambra, Sandelholz und Puder. Und da bekommt ihr ein
schönes Klemmschell, wie gesagt. Das sieht auch wieder herrlich aus von den Farben, diese Marmorierung. Also liebe ich ja. Ein super schöner Duft. Ist für mich ein femininer, parfümiger Duft, der wie so ein luxuriöser Duschschaum irgendwie so, ne, ganz pflegend ist. Also finde ich sehr, sehr angenehm. Das gefällt mir richtig gut. Hier ist auch wieder Jasmin bei, was das so feminin macht. Die Pfingstrose, die da so eine Helligkeit und Frische mit reingibt. Und das Ganze, wie gesagt, wie so ein Duschschaum erscheinen lässt. Ja, die Vanille, die es noch so ein bisschen gefälliger macht und cremig. Also finde ich richtig schön den Duft. Für alle femininen Parfümliebhaber auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Hat, wie gesagt, was Schönes Florales dabei, der das Ganze frisch erscheinen lässt. Powder Room. Ja, das war es jetzt leider Gottes mit den ganzen Düften. Ich habe aber noch ein paar Goodies und Überraschungsdüfte, die ich noch vorstellen kann. Und ich will euch aber nochmal meine Favoriten auf jeden Fall zeigen. Also ganz klar vorne dabei ist Ciders and Blankets. Also wie gesagt, ein super schöner Apfelduft. Sowas Herrliches, süß, karamellig, kuschelig, trotzdem frisch und holzig durch diesen Apfel. Also mega. Große Liebe. Dann, was auch ganz nach meinem Gusto war, ist der Rose Petal Sugar. Also parfümig, feminin, lieblich, fruchtig. Finde ich mega. Dann, wie gesagt, eine ganz außergewöhnliche Mischung ist der Rhabarb Chai Tea. Solltet ihr auf jeden Fall auch mal probieren. Also wer Rhabarber mag und das Ganze mal in der Herbstvariante möchte, super angenehm, ganz feine Gewürze, nicht überladen. Rhabarb Chai Tea, große Empfehlung. Tja, was haben wir denn noch Schönes dabei gehabt? Das ist ja wirklich hier grenzenlos. Genau, was auf jeden Fall auch eine große Überraschung war, der Lavender Apples and Oak. Also ein herrlicher, frischer Duft mit Lavendel, diese frischen Äpfel und dann spaziert man irgendwo draußen lang. Also hat dieses leicht holzige, finde ich auch super schön, super gelungen. Und welcher darf noch nicht fehlen? Das ist wie gesagt schwierig bei dieser Auswahl an tollen Düften. Ach genau, natürlich meine florale Mischung, die ich natürlich super gern mag, der White Vanilla Petals. Also wer mal einen außergewöhnlichen Pfingstrosenduft haben möchte, also so hell und dennoch cremig, weich, vanillig und dennoch diese kräftige Pfingstrose dabei. Also wie gesagt, auch große Liebe meinerseits. So, und jetzt kommen wir noch zu den Goodies. Da bekommt ihr so einen niedlichen kleinen Jutebeutel. Wollen wir doch mal reinschauen. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht. So, muss ich natürlich erstmal entknoten. Und dann schütte ich das jetzt einfach mal aus und dann schauen wir mal. Voll gepackt mit tollen Sachen. So, auch so, selbst die Goodies haben tolle Label. Also Wahnsinn. Als erstes habe ich den Früchtepunsch. Oh ja, der ist lecker. Ein süßer Früchtepunsch. Beerig, apfelig. Dazu auf jeden Fall ein paar feine Gewürze und Vanille. Und wie gesagt, das Ganze gezuckert. Sehr, sehr schöner Duft. Dann habe ich Lavender Sunset Magic in the Air. Also das klingt ja schon mal hervorragend. Ja, das ist ein zarter Lavendelduft. Der hat was Cremiges. Vielleicht ist da auch ein Hauch Minze dabei, der das so ein bisschen frisch macht. Und trotzdem ist da, wie gesagt, so eine Cremigkeit dabei. Das muss ich nochmal rausholen. Also ich, vielleicht täusche ich mich, aber ich würde sagen, da ist Minze bei. Lavendel, Minze. Und trotzdem was Cremiges. Also sehr schöne Kombination. Dann haben wir Rum-Rosine. Ich glaube, den Duft gab es schon mal vor 1, 2 Jahren im Restock, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, so eine beschwipste Rosine kann man sagen, ne? Eingelegt. Leicht würzig. Trotzdem irgendwie auch sahnig cremig. Vanillig. Gefällt mir auch gut. Die Rum-Rosine. Dann habe ich noch Rosewater
Musk und Amber. Da bin ich jetzt gespannt. Ah, sowas mag ich auch. Also ein wirklich schöner Rosenwasserduft. Sehr hell, sehr frisch. Das könnte auch so wie so ein klärender Face-Toner oder sowas sein. So riecht das irgendwie. Also ganz zart und beruhigend für die Haut. So würde ich das jetzt. Also ich würde es mir auch ins Gesicht schmieren. Rose Water, Amber. Ja, Musk and Amber. Und zu guter Letzt Lemon Poppy Seed Muffin. Den kenne ich glaube auch noch. Den gab es glaube ich schon mal in einem vergangenen Restock. Ja, ein sehr gebäckiger, zitrischer Duft. Sehr spritzig, vanillig, gebäckig. Auch sehr lecker. Also schöne Goodies. Und jetzt habe ich noch zwei Überraschungsdüfte. Tja, das ist auch eine interessante Mischung. Der riecht auf jeden Fall frisch. Hat was Fruchtiges. Ja, frisch und fruchtig auf jeden Fall. Es könnte im Hintergrund ein Hauch was oder so ein Küstengewässer noch irgendwie sein. Ja, so würde ich das jetzt sagen. Irgendwie Küstengewässer und was Fruchtiges. Sehr interessanter Duft, gefällt mir auch. Und Überraschungsduft Nummer 2. Ich würde sagen, das könnte ein weißer Schokoladenduft sein. Also der geht eher in eine Foodie-Richtung, der hat so eine Vanilleglasur oder weiße Schokolade irgendwie in so eine Richtung. Gefällt mir aber auch sehr gut. Ich bin ja sonst nicht so der Schoko-Fan, aber der hier ist eher in so eine Vanille-Richtung. Ja, so eine Vanilleglasur finde ich auch sehr lecker. So, das war es jetzt mit dem Restock. Ich hoffe, ihr habt was gefunden, was euch gefällt. Ich denke, die Auswahl ist groß. 13. Oktober, 17 Uhr geht's los. Schreibt mir gerne in die Kommentare unten, was eure Favoriten sind, was ihr unbedingt haben wollt. Ich bin gespannt und drücke euch die Daumen, dass ihr natürlich alles bekommt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!